Guten Morgen, herzlich willkommen zum heutigen Börsenbuffet-Livestream der Germany 30. Versucht sie über die 61,8er Fibo-Extension nach oben rauszuarbeiten. Die liegt bei 15,146. Darüber ist dann die 200-Stunden-Linie und weitere Extensionsmarken ein mögliches Ziel für den heutigen Tag. Sollte er scheitern an der 1,46, könnte es zum Rücksetzer kommen auf die 15.019. Da ist die Bodenbildung entstanden im Stundenkerzenchart. Nach dem Ausverkauf gestern haben sich ja Schnäppchenjäger ein Herz gefasst und sind eingestiegen. Und haben den Markt hier stabilisiert. Germany 40 also in der Lage, diese Rallye fortzusetzen. Wir müssen jetzt eben mal darauf achten, ob das denn auch möglich sein wird. Relativ zur vorbörslichen Spanne, also in der kurzfristigen Betrachtung. Ein ähnliches Bild sieht man beim US-NDAQ 100 Cash CFD. Dort sehen wir jetzt 1, 2, 3, Bodenbildung, erste Rallye, ein Abtauchen nochmal zum Punkt 2, dann erneute Aktivierung des 1, 2, 3 Tiefs und wir sind jetzt an der 261,8er, 14.891 Punkte. Also hier bereits Bodenbildung erfolgt vor dem Germany 30, der gestern nochmal abgetaucht ist auf ein tieferes Tief, das hat der NDAQ gar nicht bestätigt, gar nicht mitgemacht. Der US-30 ist jetzt an der 1 angelangt. Die liegt bei 34.561. Damit jetzt die große Frage, die sich ja auch schon mal stellte, am 29. und 30. September, kann diese Marke denn überschritten werden, ja oder nein? Grundsätzlich ist hier nach dieser Bärenfalle am 1. Oktober dieses Impulsmuster entstanden. Und jetzt ist die große Frage, kann diese Rallye denn weitergehen nach oben? Germany 30 setzt bisher kein Signal für eine Rallye-Fortsetzung.
Hat aber aus der Vorbörse den Spanner nach oben rausgesetzt. Also dieser Rücksetzer kann zu einer 1 werden, wenn es 1, 2, 3 Tops. Wichtige Haltemarke jetzt Intraday für den NDAQ ist die 14881. 5-Minuten-Chart könnte da ein 1, 2, 3 Top entstehen, das entsprechende Folgen haben könnte auch für den Germany 40. Was den Ölpreis angeht, haben wir politischen Einfluss durch Russland und die USA. Da sehen wir jetzt im bärischen Goldwing-Pattern, das ist bedeutsam. Da es ja um das Timing-Problem im Monatskerzenchart geht, also Ende des Monats, schließt WTI über dem Juli-Hoch oder nicht, also über 75, 35 oder nicht. Sollte es drüber schließen, hätten wir einen Bruch des Widerstands, der hier gebildet wurde. Sollte der Monatsschlusskurs darunter sein, würde dieser Widerstand bestätigt werden. Mit entsprechender Folge, dass eben dann eine doppelte Bestätigung dieses Widerstands da wäre. Einerseits durch diesen Evening Star, das Evening Star-Muster, und dann eben durch ein weiteren Fehlversuch, diesen Widerstand zu brechen, wie auch immer das Muster dann aussehen wird. Man hat das letzte Mal gesehen, als wir an diesem Widerstand waren, hat sich dann auf Tagesbasis auch ein Abwärtsimpuls ergeben, der dann sich erholt hat und dann gab es ein tieferes Tief und dann eben diese Korrektur im Sommer. Jetzt ist die Frage, ob sich das Ganze wiederholt. Das muss man auf Tagesbasis jetzt erstmal wieder abwarten. Im Stundenchart ist kein richtiges Top entstanden, das ist also insofern eher neutraler Rückgang. Im 4-Stunden-Chart ebenfalls, da läuft bestenfalls eine 1 von der 2-3. Das wurde hier im 4-Stunden-Chart auch schon mal probiert und man hat gesehen, dass sie dann hier die 1 gehalten haben, was zur Folge hatte, dass wir nochmal auf ein höheres Hoch gegangen sind. Also wird es jetzt spannend sein zu sehen, wann der Rücklauf beginnt. Wenn er beginnt, wie hoch er geht, ob er scheitert, ein höheres Hoch auszubilden und dann der Rücklauf zum tieferen Tief. Also das sind dann Sachen, die hier jetzt mehrere Tage dauern könnten, bis in die nächste Woche hineinreichen könnten. Aber das ist auf jeden Fall ein Impuls, der aus dem etwas Größeres in Richtung Korrektur werden könnte unter den genannten Voraussetzungen.
Interessante Preisentwicklung auch bei den T-Notes. Sie haben für sich betrachtet hier jetzt kein tieferes Tief gemacht, der 28. September, und dessen Tief halten. Jetzt so eine, ja, solche Doji-Kerze, heute den Tag ist es eine Hammerkerze, die verändert sich natürlich noch. Aber da wir kein tieferes Tief gemacht haben, könnte jetzt ein Anstieg über 132,83 zu einem 1,23 in sich führen und gleichzeitig dieses bereits bestehende 1,23 auch nochmal aktivieren. Aber im Moment wird die gesamte Bodenbildung hier in Frage gestellt. Also der Markt lehnt sich eher in Richtung steigende Zinsen. Und der Germany 30 jetzt mit einem 1, 2, 3 Top. Nimmt das aber sofort wieder zurück. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn so ein 1, 2, 3 aktiviert wird und die nächste Kerze sofort wieder drüber geht über die 1, dann ist das nicht bestätigt. Zumal der NDAQ ja auch neutral im intakten Aufwärtstrend ist, hat er gerade ein höheres Hoch gemacht. Goldpreis stabilisiert sich. Ich bin jetzt hier im Wochenchart an der 61,8er Fibonacci-Extension. Wir haben hier eine Hammerkerze in der letzten Woche ausgebildet durch das Reversal, die Umkehr, die wir da gesehen haben. Und das ist ein interessantes, eine interessante Kerze, die nun grundsätzlich mal für eher sinkende Zinsen oder sinkende Realzinsen spricht. Also geht der Markt hier davon aus, dass die Zinsen eben nicht weiter steigen. Das ist ja genau das, was die T-Notes hier andeuten, da das tiefere Tief hier fehlt. Nochmal zur Wiederholung: sinkende T-Notes ist gleich steigende Zinsen, steigende T-Notes sind sinkende Zinsen. Die Tendenz hier zu steigenden Zinsen hat ja die Unruhe am Aktienmarkt erzeugt. Stichwort frühere Zinswende. Und auch den Goldpreis belastet, dass das Gold sich allerdings hält,
zeigt auch die Bereitschaft von einigen Anlegern zumindest, diese Zinswende in Frage zu stellen. So, jetzt könnten wir eine Bestätigung bekommen des Tops im 5-Minuten-Chart im NDAQ. Wenn der also im 5-Minuten-Chart schließt unter 14.881, heißt also in 1,5 Minuten. TeamViewer-Aktie rauscht ab. Neues Rekordtief bei TeamViewer. 4% im Minus. Nächste Haltemarke 1383, 1384 aus der Top-Bildung vom Juli. Zuvor hat es sehr viele negative Meldungen gegeben über TeamViewer. Warburg hat das Kursziel von 44 auf 26 gesenkt. Zum Beispiel. DZ Bank sieht den fairen Wert bei 24,50, zuvor bei 35. Grund war eine Prognosensenkung nach einem schwachen Quartal. Unerwartet maues Wachstum. NDAQ jetzt auch mit einer Top-Bildung und jetzt die Frage, wird das Ganze bestätigt oder zurückgenommen?
Bei Salzgitter auch eine spannende charttechnische Situation. Da ist die Bodenbildung unter Beschuss, hält aber im Moment. 22,38, nein, 27,46, Entschuldigung, ist die wichtige Unterstützung, die aber zweimalig unterschritten wurde. Aber da ist jetzt die ähnliche Situation, wie wir es auch in den Indizes im NDAQ zurzeit haben. Es geht drunter und dann gleich wieder drüber. Also so richtig entschieden ist dieser Kampf noch nicht. BMW verkauft wegen Halbleitermangel 12% weniger Autos. Die Top-Bildung, die hatten wir bereits im Juni. Das Ganze hat sich bis zur 4,23er ist die Aktie gefallen und dort gibt es nun wieder eine Bodenbildung, die im Moment als intakt anzusehen ist. Aber der Halbleitermangel führt dazu, dass 12% weniger Autos als im gleichen Zeitraum des Vorjahres verkauft wurden. Zeitraum ist hier Juli bis Ende September. Versorgungslage mit Halbleitern bleibt angespannt und im Ausblick ist jetzt bei BMW zu lesen, dass die Effekte auf den Absatz in den kommenden Monaten nicht auszuschließen seien, also negative Auswirkungen werden nicht ausgeschlossen. BMW-Vertriebsvorstand Peter Noether zeigt er sich aber trotzdem zuversichtlich, dass trotz Halbleiterengpässen die ambitionierten Vertriebsziele erreicht werden können, das Gesamtjahr 2021 ein solides und profitables Wachstum bringen wird. Nachfrage ist hoch. Preise für Neuwagen steigen, genauso auch wie die Preise für Gebrauchtwagen aus dem Leasinggeschäft. Vor einer Woche hat BMW seine Gewinnprognose angehoben. Vermutlich aus diesem Grund. Muss auch dazu sagen, dass BMW von Januar bis September 1,9 Millionen Autos verkauft hat. Und das war 18% mehr als im Corona-Jahr 2020. Zeitraum in dem entsprechenden. Germany 40 macht kein Signal für einen Trendaufbau abwärts, hat allerdings immer noch das Top, das unbestätigt ist, da der NDAQ das 1, 2, 3 Top zwar aktiviert hat, sofort wieder zurückgenommen, also die ganze Geschichte wird hier dann doch in Frage gestellt, in welche Richtung es gehen soll. An diesem Morgen im weiteren Verlauf gilt es jetzt dann die 15.157 zu beachten, sollten wir da dran handeln. Gleichzeitig wäre es möglich, dass wir jetzt mit einem Über Steigen der 15.153 ein 1, 2, 3 Tief ausbilden. Dann hätte man 1, 2, 3 Top und ein 1, 2, 3 Tief. Insgesamt alles in der neutralen Spanne, also ein Trendaufbau
sehen wir für den heutigen Tag nicht. Zu beobachten ist hier die Entwicklung vom NDAQ im 5-Minuten-Chart und auch eben hier die Entwicklung vom US-30, der auf Tagesbasis wieder an seiner 1 angelangt ist, wo eben dann auf Tagesbasis dieses 1-2-3-Top entstanden ist. Da sind zwei Möglichkeiten jetzt gegeben für den heutigen Tag. Wir sehen Abprall nach unten, damit würde die Trendwendeformation im US-30 bestätigt werden oder ein Ausbruch darüber, dann würde das Ganze in Frage gestellt werden. Also jetzt der US-30 direkt am Widerstand. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag.